gestern über die Grenze nach El Salvador gefahren, habe dort eine Unterkunft gehabt in einer Gated Community und bin jetzt 15 Kilometer entfernt von der Grenze nach Honduras, wo ich morgen das probieren werde, was schon viele probiert haben. Es ist nicht jedem gelungen, weil es durch die Zeiten an der Grenze und auch dem Weg im Land nicht ganz einfach ist. Ich werde versuchen, dass ich morgen früh über die Grenze drüber komme nach Honduras und abends aus Honduras rausfahre nach Nicaragua. Leute, es ist richtig, richtig schlimm hier. Hier liegen tote Pferde auf der Straße rum. Es ist alles voll mit Flüchtlingen. Es ist richtig sketchy hier, ohne Scheiß. Ich habe überhaupt keinen Bock. Es sind noch 70, 79 Kilometer bis zur Grenze. Da könnt ihr mal Länder sehen, die echte Probleme haben, nicht so wie mir in Deutschland. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, durch, durch, durch. Fuck. Oh, Alter, es ist knapp, 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 knapp. Boah. Okay, das ist eine Demonstration. Sowas habe ich in Mexiko schon mal erlebt und hier will man als Tourist eigentlich nicht wirklich sein. Im Prinzip hat eigentlich alles damit angefangen, dass ich meine Drohne am Motorrad versteckt habe, weil man die nicht mit nach Nicaragua reinnehmen darf. Übrig geblieben ist dann die Drohnentasche. Und ich hatte normalerweise nie alle meine Dokumente in nur einer Tasche oder an nur einem Ort. Aber da ich quasi viel Kleinzeug in meinem Topcase drin hatte, habe ich mir gedacht, hey, die Tasche ist jetzt sowieso leer, also mache ich einfach alles da rein, dann ist es ein bisschen geordneter. Leider wurde ich morgens schon an der Grenze nach Honduras rein verarscht. Der Grenzhelfer, der wollte mehr Geld. Und hätte mir dann, wenn ich nicht bezahlt hätte, meine Unterlage nicht wiedergegeben. Die haben mich an der Grenze ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Der Philipp hatte 70 Dollar bezahlt und der wurde auch schon ausgenommen. Und von mir haben die Drecksäcke 100 verlangt. 100 Dollar, US-amerikanische Dollar, ich komme gar nicht drauf klar. Aber ich bin jetzt drin, ich habe die Papiere, die ich brauche und habe jetzt gerade am Motorrad die Drohne versteckt. Es ist jetzt knapp 13 Uhr. Es sind aber 4 Stunden laut Navi bis zur Grenze. Und eigentlich macht die um 5 zu. Das heißt, ich muss jetzt richtig bolzen. Ich darf kein einziger LKW unüberholt lassen. 4 Kilometer vor der Grenze fällt mir ein, hey, das DJI-Logo ist noch auf der Tasche drauf. Blöd sind die an der Grenze ja auch nicht. Also gut, ich angehalte am Straßenrand. Das Logo runtergeschnitten hat sogar wirklich ziemlich gut funktioniert. Dann dachte ich mir, bevor ich jetzt da an der Grenze stehe, gehe ich noch aufs Klo. Lass die DJI-Tasche gleich draußen, weil ich brauche die ja sowieso in... Vielleicht waren es nicht mal 4 Kilometer, wahrscheinlich waren es sogar nur 3. Gehe meine Hand in die Schlaufe rein, wollte an den Straßenrand pinkeln und habe gemerkt, wenn ich das mache mit der Tasche an meiner Hand, dann werde ich auf meine Tasche drauf pinkeln, wollte ich natürlich nicht. Ich drehe mich also um, das Motorrad war keine 2 Meter von mir weg. Nehme die Tasche und stelle die entweder auf das Sitz oder aufs Topcase. Ich bin mir nicht mal mehr hundertprozentig sicher. Stelle es dahin, ich hatte meine Kopfhörer noch drin, habe Musik gehört, drehe mich um, pinkel. Und 30 Sekunden später drehe ich mich wieder in die andere Richtung zu meinem Motorrad und die Tasche ist weg. Und dann natürlich Panik erstmal. Keine Ahnung, was man dann macht in dem Moment. Ich gucke nach links, ich gucke nach rechts, es ist niemand da. Ich sehe eine Polizeikontrolle, fahre dahin, weil das ist zwischen 2 Polizeikontrollen passiert. Da konnte man mir aber auch nicht wirklich helfen. Wir haben dann da mal ein bisschen geguckt, ob man was finden könne, aber die Straßengräben da sind so tief und verwuchert, selbst wenn jemand nur das Geld rausklaut und die Tasche da reinwirft, dagegen ist die Nadel im Heuhaufen überhaupt nichts. Der Polizist, der dann da war, hat mich dann nach Chetumal geschickt und da sollte ich dann eine Anzeige aufgeben, um zumindest ein Papier drauf zu haben, was alles geklaut wurde, damit ich mich im Notfall quasi ausweisen kann. Und weil es dann, nachdem das alles irgendwie mal fertig war, schon irgendwie knapp 12 Uhr nachts war, konnte ich auch nicht mehr zur deutschen Botschaft fahren. Und die Nacht habe ich dann in einer
Flüchtlingsunterkunft verbracht und das ist definitiv ein Kapitel in meinem Leben, da muss ich sagen, hätte ich drauf verzichten können. Am nächsten Morgen bin ich dann nach Tegucigalpa gefahren zur deutschen Botschaft und die können mir zwar einen vorläufigen Reisepass ausstellen, aber weder Führerschein noch Fahrzeugpapiere. Das ist aber, wenn man nach Nicaragua rein will, zwingend notwendig. Das heißt, ihr könnt damit irgendwelche beglaubigte Kopie und Zeug rumwedeln, was ihr wollt. Keine Chance. Ohne Originalpapiere, kein Nicaragua. Das bedeutet, ich bin hier jetzt so lange gefangen, bis die Dokumente da sind. Ich hatte einen Aufruf in Instagram gestartet, wo ich sehr viele Ideen bekommen habe, sehr viel Input. Und mittlerweile ist es so, das Ganze ist passiert letzten Donnerstag am 24. November. Das ist schon über eine Woche her. Es ist jetzt Samstag Nacht, der 3. Dezember. Und es hängt leider gerade an der Kreditkarte. Die ist einfach die Woche nicht gekommen. Das heißt, meine Mutter konnte das per UPS Overnight, dauert by the way trotzdem 4 Tage, das noch nicht losschicken. Das heißt, im allerschlimmsten Fall ist es nächstes Wochenende immer noch nicht da und ich bin hier weiterhin gefangen. Ich komme ohne die Dokumente nicht aus dem Land raus. Also ich alleine würde rauskommen, aber dann bleibt das Motorrad hier. Und das ist natürlich nicht Sinn der Geschichte. Ich habe nicht vor, hier jetzt alles zu schmeißen, nachdem ich mich durch den ganzen Mist gekämpft habe und über die Sache oder mit der Sache klargekommen bin, was mit meiner Oma passiert ist. Und das war hart genug, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Es haben auch in Instagram viele Leute gefragt, ja Steffen, kann man dir vielleicht irgendwie ein bisschen was spenden auch? Ich habe immer gesagt, ich tue da nicht aktiv drum fragen oder sag, hey, wenn ihr Bock habt zu spenden, dann macht doch mal. Aber ich habe schon, seit ich hier Motorradumbau-Videos mache, einen PayPal-Spendenlink in der Videobeschreibung unter drin. Wer Interesse hat, kann den natürlich sehr gerne benutzen. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht drüber freue, aber ich werde es nicht hier aktiv anfangen, irgendwie nach Spende zu fragen. In dem Fall schon 10-mal nicht, weil ich sowieso schon genug Schuldgefühle habe, dass ich mich da selber reinmanövriert habe. Das Thema ist, wenn man hier halt wenigstens irgendwas machen könnte, aber es ist halt einfach saugefährlich hier. Und nachts rausgehen, sagen schon mal alle, nee, bloß nicht, überhaupt nicht. Also vor allem halt auch die Einheimische, dann soll man in diese Straßen nicht reingehen, soll das nicht machen. Es ist halt einfach ein gefährliches Land, das muss man ganz klipp und klar so sagen. Und das heißt, ich sitze hier eigentlich die ganze Zeit nur im Hotelzimmer rum. Und ich kann nicht mal am Motorrad was machen, weil das eine abgeschlossene Garage ist. Ich komme nur mit dem Sicherheitsbeamten, wenn er seine Schrotflinte in der Hand hat, da unten rein. Ich kann nicht mal irgendwie einen Ölwechsel machen oder so. Ich kann nichts machen. Ich sitze hier im Hotelzimmer fest und mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich hoffe, dass es euch wenigstens gut geht und besser geht. Und ich wünsche euch, wenn man uns vorher nicht mehr hören sollte, ich hoffe aber schon, eine schöne Vorweihnachtszeit aber auf jeden Fall. Vergesst nicht, wenn euch das Video gefallen hat, den Kanal zu abonnieren, Daumen nach oben da zu lassen und fleißig zu kommentieren.